Herzlich willkommen mit einer weiteren Ausgabe des Lebensforum Wohlstand aus Erfurt. Liebe Zuschauer, die Politik wurstelt sich auf unsere Kosten von einem Rettungsschirm zum nächsten. Aber nützt das wirklich was? Die Eurokrise ist da und es ist nicht nur noch eine Frage der Zeit, bis die Europäische Währungsunion, wie wir sie kennen, nicht mehr existieren wird. Die Verschuldung der Staaten wird immer größer und die Inflation steigt rapide an. Viele von uns sind tief verunsichert und haben kein Vertrauen mehr in die Politik. Ganz im Gegenteil, wir haben berechtigte Angst um unsere Ersparnisse, um unsere Zukunft. Guter Rat ist also teuer, nicht für uns, sagt unser heutiger Gast. Freuen wir uns auf informative Minuten. Das Interview führte Katharina Pilz von Salve TV. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier beim Lebensforum Wohlstand. An meiner Seite ist der Buchautor Michael Krant. Hallo. Hallo. Herr Krant, wir beschäftigen uns heute mit einem ganz aktuellen Thema, nämlich mit dem Euro. Und Sie haben ein Buch darüber geschrieben. Sie sagen ja, der große Crash wird kommen, der Euro geht zu Ende, bricht zusammen. Wie kommen Sie dazu? Ja, also meine Prognose ist, dass es in 5 bis 8 Jahren eine Währungsreform geben wird. Weil die Staaten sind so hoch verschuldet und diese Verschuldung kann man nicht mehr mit normalen Mitteln tilgen. Wir haben in der Europäischen Währungsunion 17 Staaten und diese 17 Staaten können nicht mit einer Währung unter einen Hut gebracht werden. Also beispielsweise Deutschland ist nicht kompatibel mit Griechenland, was die Wettbewerbsfähigkeit anbelangt. Deshalb muss die starke Schulter immer die schwache Schulter stützen. Das heißt, Deutschland, Niederlande, Finnland und so weiter müssen immer diese Länder im Süden finanzieren. Das wird auf Dauer nicht gut gehen. Und auch Deutschland hat ja schon offiziell 2,2 Billionen Euro. Diese Zahl kennen Sie vielleicht aus den Medien, aber glauben Sie dieser Zahl nicht. Die offizielle oder die inoffizielle Verschuldung Deutschlands ist weitaus höher, und zwar 7 Billionen Euro. Diese Zahl setzt sich zusammen aus den Forderungen, die jeder Staatsbürger an den deutschen Staat hat. Ich denke da an Renten, an Pensionäre, an das Gesundheitssystem. Wir alle zahlen ja ein und wollen auch eine Leistung dafür haben. Das heißt, die wahre Staatsverschuldung in Deutschland beträgt 7 Billionen Euro. Nur die Staatsverschuldung. Diese Verschuldung wird pro Jahr mit 1% getilgt. Die EU schreibt 0,5% vor, Deutschland tilgt mit 1% im Mittel. Das heißt, ungefähr 600 bis 800 Jahre, je nachdem wie getilgt wird, wird die Schuld, die wir jetzt haben, erst abgetragen sein. Das kann man mit normalen Mitteln nicht mehr machen und deshalb wird der Euro zusammenbrechen. Aber erst dann, wenn das Geld der Deutschen abgeschöpft ist. Wir sind nämlich noch die Melkkuh. Das heißt, wir haben 8,5 Billionen Euro Nettovermögen, die Deutschen. Das entspricht exakt der Summe, wie die gesamten europäischen Staaten verschuldet sind, die Gesamtsumme der Verschuldung. Das heißt, erst wird Deutschland das Vermögen europäisch umverteilt und erst wenn wir keine Milch mehr geben, wird es den Euro nicht mehr geben. Deshalb dauert es meiner Meinung nach 5 bis 8 Jahre. Deutschland ist also akut gefährdet, sagen Sie. Ja. Haben Sie selber Angst um Ihre Ersparnisse? Nein, weil ich habe meine Ersparnisse so gut wie es geht krisensicher angelegt. Mhm. Erklären Sie doch bitte nochmal für unsere Zuschauer, was ist denn der Unterschied zwischen Inflation und Deflation und in welcher Situation befindet sich Deutschland gerade? Ja, also ich versuche es mit sehr einfachen Worten zu erklären. Die Wirtschaftswissenschaftler mögen mir das verzeihen. Inflation bedeutet eine lang anhaltende Phase von einer Preissteigerung. Zusätzlich kann der Staat bei gleicher Gütermenge mehr Geld drucken. Das heißt, die Preise werden teurer und das Geld, was Sie haben, haben Sie weniger Kaufkraft. Also als Beispiel, das, was Sie vielleicht vor 5 Jahren mit 100 Euro kaufen konnten, ist jetzt nur noch 75 Euro wert an Kaufkraft. Deflation ist genau das Umgekehrte. Der Preis sinkt. Dann denkt man ja, das ist eigentlich gut für die Konsumenten, für Sie als Frau auch, können Sie mehr einkaufen. Aber genau das ist der Trugschluss, weil normalerweise, die Erfahrung haben wir aus Japan, warten die Konsumenten so lange und denken, ja, es wird immer noch billiger werden. Das heißt, niemand kauft. Und wenn niemand kauft, dann brechen auch die Unternehmen zusammen. Also Deflation ist genauso schlimm wie Inflation. Wir befinden uns seit den 1950er Jahren in einer inflationären Phase. Mhm. Und die gefühlte Inflation, wie hoch ist die? Offiziell und inoffiziell? Ja, also offiziell sind wir so bei rund 2% Inflation.
Das ist die offizielle Statistik, die auch beschönigt wird. Wirtschaftswissenschaftler berechnen die wahre Inflationsrate, die wird berechnet aus der Geldmenge M3 abzüglich der Wirtschaftsleistung. Das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber die Zahl, die daraus kommt, wird die Zuschauer interessieren. Wir haben eine wahre Staatsverschuldung, sage ich dazu, von 9% im Moment. 9%, nicht Staatsverschuldung, Entschuldigung, Inflation, 9% Inflation. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Das ist eine Riesenmenge und das ist ja logisch, dass man die offizielle Inflationsquote von 2% verkünden will und muss, damit das Volk einfach beruhigt ist. Aber die Menschen sind nicht dumm, die sagen immer, eine gefühlte Inflation ist mehr wie die 2% und da haben sie auch recht. Warum werden wir von der Politik nicht darüber informiert? Ja, also ich kenne beispielsweise jetzt keinen Politiker, der gerne seinen Wählern sagt, naja, ihr müsst, wenn ihr mich wählt, mit Preissteigerungen rechnen, mit Steuererhöhungen, ihr werdet weniger Lohn bekommen und eure Ersparnisse werden entwertet werden. Kenne ich persönlich keinen Politiker. Ehrlichkeit wird nicht belohnt in Deutschland, sondern jene, die lügen und betrügen, werden dann auch gewählt, weil da sind wir alle selber schuld, weil wir wollen nur Gutes hören und nur die Gutes sagen, die wählen wir auch. Die Schlechtes sagen, werden nicht gewählt, obwohl die meistens recht haben. Die Leute sind dann selber schuld, wenn sie alles verlieren, weil sie haben jenen vertraut, die sie angelogen haben. Könnten wir denn im Zweifelsfall auch enteignet werden? Ja, also unser Grundgesetz lässt es zu. Artikel 14 heißt Eigentum verpflichtet und es heißt sogar noch mehr. Da steht auch drin, Eigentum verpflichtet. Und man kann im Wohle der Allgemeinschaft, der Allgemeinheit, kann man auch enteignet werden, das Eigentum. Wie kann man sich dagegen schützen? Gegen Enteignung? Mhm. Können Sie sich eigentlich nur dahingehend schützen, wenn Sie sagen, ich habe überhaupt nichts. Aber das ist natürlich auch keine Zukunftsperspektive, nur aus diesem Grundgedanken überhaupt nichts mehr sich zu erwirtschaften. Mhm. Aber der Staat kann immer zugreifen. Und denken Sie denn, dass wir jetzt in nächster Zeit mit einer Währungsreform rechnen müssen? Ja, wie ich eingangs schon gesagt hatte, in den nächsten 5 bis 8 Jahren rechne ich mit einer Währungsreform. Dann nämlich, wenn Deutschland kein Vermögen mehr hat und die Staatsschulden explodieren und der Staat kann seine Schulden durch eine Währungsreform natürlich minimieren. Natürlich nicht Sie als Privatfrau oder als Privatmann. Denken ja viele, ich kriege sehr viele Briefe jeden Tag und jede Woche sehr viele Mails. Ja super, Währungsreform ist gut. Dann mache ich jetzt viele Schulden und die sind nachher weg. Ich warne davor. Weil es wird weniger Löhne geben, also das Lohnniveau wird sinken. Die Schulden werden aber gleich bleiben oder vielleicht sogar aufgewertet werden. Das heißt, Schulden zu machen ist der größte Fehler, den man machen kann. Sie sagen ja in Ihrem Buch auch, dass der Kurswert einer Aktie keine Aussagekraft hat. Warum ist das so? Ja, auch hier möchte ich es wieder ganz simpel erklären. Kurswert einer Aktie heißt eigentlich, was kostet die Aktie an der Börse zu einem bestimmten Zeitpunkt. Mhm. Wenn Sie nur das sehen, zum Beispiel wenn eine bestimmte Aktie jetzt heute 10 Euro kostet und gestern hat sie 8 Euro gekostet, sagen Sie, ja super, die ist gestiegen, ist eine super Aktie. Aber das würde mich jetzt nicht so interessieren. Was mich interessiert ist, wie kann das Unternehmen und wie hat das Unternehmen in den letzten Jahren Gewinne erwirtschaftet? Wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wird es in Zukunft auch noch Gewinne erwirtschaften und wird es Dividenden ausschütten? Deshalb rate ich jedem, der sich mit Aktien beschäftigt, nicht der Kurswert ist entscheidend, sondern die Entwicklung des Unternehmens. Man sollte also genau darauf gucken, ob man sich Aktien zulegt oder nicht. Würden Sie dann eher Sparbücher empfehlen oder Festgeldanlagen? Nein, in Euro überhaupt gar nichts. In Euro gar nichts? Ich traue dem Euro überhaupt nicht mehr, nein. Okay, und wie kann ich mich jetzt als Otto-Normalverbraucher auf den Euro-Crash vorbereiten? Ja, also ist natürlich schwierig, Otto-Normalverbraucher. Aktien von guten Unternehmen ist Sachwert. Sachwerts favorisiere ich absolut. Mhm. Und da gehören für mich natürlich dazu Gold und Silber. Gold und Silber sind die absolute Option. Gold ist für mich ein Vermögenssicherungsinstrument. Das heißt, wenn ich größere Vermögenspositionen habe, kann ich die jetzt in Gold umtauschen, kann Gold auch liegen lassen bis nach der Krise. Gold wird seinen Wert behalten. Es wird vielleicht kurzfristig nach unten gehen, aber langfristig wird es immer nach oben gehen. Und natürlich auch Silber, weil Silber ist für mich die operative Krisenwährung. Mit einer Unze Silber kann ich im Falle, ich wohne jetzt auf dem Land beispielsweise, wenn ich zum Bauer gehe und sage, ich will einen Sack Kartoffeln, gebe ich ihm 2 Unzen
Silber oder eine Unze, dann wird er mir auch Kartoffeln geben. Mit einer Goldmünze wird es schwierig sein, so viele Kartoffeln wird er wahrscheinlich gar nicht zur Verfügung haben im Moment. Aber wie gesagt, operative Krisenwährung ist für mich eindeutig Silber, auch für den Schwarzmarkt und für den Tauschhandel. Ich habe auch noch eine ganz interessante Aussage in Ihrem Buch gefunden, und zwar sagen Sie, dass wir selbst der beste Renditebringer sind. Ja, die meisten Menschen zeigen nur auf andere und sagen, ja, ich möchte Rendite haben, bitte gib mir Rendite. Aber man vergisst sich selber. Es gibt Untersuchungen, es gibt eine sogenannte Bildungsrendite. Das heißt, jene, die gut qualifiziert sind und auch ein gutes Studium haben, verdienen und erwirtschaften im Laufe ihres Lebens ungefähr 30% mehr als jene, die einen Beruf haben, der nicht so qualifiziert ist. Demzufolge gehe ich davon aus, dass nach der Krise natürlich auch die Arbeitskräfte gefragt sind, die qualifiziert sind. Das heißt, man muss einfach sich qualifizieren, auch Ältere, ich bin jetzt 49 Jahre alt, aber auch ich kann Weiterbildung machen, ich mache jeden Tag Weiterbildung, das kann jeder machen, in Deutschland gibt es sehr viele auch kostenlose Angebote, um sich weiterzubilden, und vor allen Dingen darf man auch die Gesundheit nicht vergessen, das heißt Sport und gesunde Ernährung, nur wenn mein Körper, mein Geist gesund ist, kann ich gut arbeiten, und wenn ich gut arbeiten kann, habe ich eine gute Chance, auch einen Job zu kriegen, auch in Krisenzeiten. Mhm. Hört sich alles sehr spannend an. Liebe Zuschauer, wenn Sie sich mehr informieren möchten über das Thema, lesen Sie das Buch Der Eurocrash kommt, wie Sie als Anleger sicher durch die Krise kommen. Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Herr Krant, ich bedanke mich für das Gespräch. Gerne. Bei uns geht es jetzt weiter im Programm und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuschauer, wir Deutsche, die Melkkuh für Europa, eine gierige und korrupte Bankenwelt, die unsere Politiker noch Lust und Laune auf das Glatteis führt. Ein Crash des Euro betrifft direkt unseren Wohlstand, unsere Ersparnisse, unsere Zukunft, die Zukunft unserer Kinder. Wer hätte das gedacht? 9% wirkliche Inflation. Haben Sie diese Zahl schon mal aus dem Mund eines unserer Politiker gehört? Wie viel Prozent bekommen wir nochmal von unserer Bank für unser Festgeld oder für unsere Lebensversicherung? Wie können wir uns gegen den Verlust schützen? Gold und Silber haben sich seit Tausenden von Jahren als Wertspeicher bewährt. Nur der wirklich physische Besitz von Gold und Silber ist aktiver Schutz und gibt uns ein großes Maß von Freiheit und Flexibilität. Handeln ist das Gebot der Stunde. Wir kennen alle den Spruch von Gorbatschow: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Das war's für heute aus dem Lebensforum Wohlstand. Bis zum nächsten Mal.